Wie können wir unsere Ziele im Unternehmen wirklich umsetzen? Wie können wir die Mitarbeiter im Unternehmen einbinden? Balanced Scorecard, der ausgewogene Berichtsbogen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kaplan und Norton, zwei Theoretiker, die aber auch aus der Praxis kommen, Harvard-Professoren, haben vor ziemlich genau 20 Jahren ein neues Management-System in die Strategiefindung und Strategieimplementierung, also als Teil des strategischen Managements, vorstellen können. Das Ergebnis eines Prozesses, den die Wissenschaft begleitet hat, der aber ursprünglich beginnend mit 12 wichtigen Unternehmen gestartet hat, hat Unzukömmlichkeiten bei der Frage der internen Datenauswertung, der Umsetzung von Visionen und Strategien in den tagtäglichen betrieblichen Ablauf dokumentiert und festgestellt und eine Lösung angeboten. Eben die Balanced Scorecard. Was bedeutet diese und wie schaut deren Siegeszug sozusagen aus und warum ist die Balanced Scorecard so wichtig geworden und es gibt kaum ein Unternehmen, das die Balanced Scorecard nicht in irgendeiner Form anwendet. Nun, wir wissen, dass wir, und das haben wir uns auch im Thema Management-Kreislauf einmal angesehen, dem Management ja Aufgaben geben, die sich aus einer Vision des Unternehmens, aus der Mission des Unternehmens ableiten lassen. Da haben wir schon in vielen Unternehmen die erste Schwierigkeit, wie können wir Strategien operationalisieren? Wie lässt sich eine Vision umsetzen? Wie können wir die Mitarbeiter einbinden, dass sie diese Idee auch leben? Hier bietet die Balanced Scorecard ein ganz reichhaltiges Portfolio an Möglichkeiten an. Ein zweiter Ansatzpunkt war, dass wir ja in den Unternehmungen, und Sie kennen das betriebliche Rechnungswesen, das aus der Buchhaltung, der Kostenrechnung und der betrieblichen Statistik besteht, immer wieder zurückliegende Daten haben und daher ganz wenig in die Zukunft planen können. Und wenn wir das machen, dann nutzen wir Kennzahlen. Und diese Kennzahlen sind in der Regel sehr stark finanzwirtschaftlich geprägt. Das heißt, in der Vor-Balanced Scorecard-Zeit haben wir sehr starke ergebnisorientierte Kennzahlen gehabt. Und ein Verdienst der Balanced Scorecard ist es nun, dass es auch andere Leistungstreiber gibt, die im Unternehmen wichtig sind, um den Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten. Was heißt Balanced Scorecard nun? Balanced heißt eben ausgewogen. Es gibt also nicht nur die Finanzperspektive, sondern auch andere Kriterien im Unternehmen, also eine ausgewogene Betrachtungsweise. Und Scorecard ist also dann der Berichtsbogen. Balanced Scorecard, Englisch, heißt eigentlich nichts anderes als ausgewogener Berichtsbogen. Und was soll nun ausgewogen sein in der Balanced Scorecard? Ausgewogen soll sein, dass neben der finanzwirtschaftlichen Perspektive auch eine interne Prozessperspektive mit einfließt in die Umsetzung unserer Ziele, auch bei der Definition der Ziele schon, dass wir auch die Mitarbeiter mit einbinden, die Mitarbeiter und ihr Know-how, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und dass wir natürlich auch eine Kundenperspektive brauchen, die im Unternehmen berücksichtigt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt ja im strategischen Management immer eine unternehmensinterne Analyse und das externe Unternehmensumfeld, das man hier einbindet. Die Balanced Scorecard legt ihr Schwergewicht eher auf die unternehmensinterne Analyse, berücksichtigt aber natürlich auch unternehmensexterne Problemstellungen, die hier entsprechend auch eingebunden werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Perspektive, die mit finanzwirtschaftlichen Kennzahlen arbeitet, Return on Investment und so weiter, ist ja auch schon in der Vor-Balanced Scorecard bestens bekannt. Jetzt überlegt man eben, wie können wir zum Beispiel ein Thema, wir wollen unseren Umsatz steigern, auch tatsächlich operationalisierbar zu machen und hier die Mitarbeiter einzubinden und die verschiedenen Perspektiven im Unternehmen
festzulegen. Wie kann ich den Umsatz steigern? Indem ich zum Beispiel einige Key-Kunden, wichtige Schlüsselkunden definiere, die mir die Umsätze bringen. Wenn ich jetzt diese Schlüsselkunden gefunden und identifiziert habe, dann komme ich vielleicht drauf, dass die eine besonders intensive Betreuung durch geschulte Mitarbeiter brauchen, weil sie eben besondere Termintreue brauchen, besondere Qualifikationen bei den Mitarbeitern erwarten. Und nur wenn ich diese Leistungen auch anbieten kann, dann verbleiben die Kunden bei mir oder ich kann diese Neukunden gewinnen und dann erfolgreich mein Unternehmen auch in der finanzwirtschaftlichen Betrachtungsweise führen. Also, wenn Sie mir erlauben, fasse ich zusammen. Alles das, was wir in der Balanced Scorecard sozusagen neu in die Strategiefindung hineinbringen können, ist, dass man mehrere Perspektiven zu betrachten hat. Die Perspektiven, wie sie von Kaplan und Norton vorgegeben werden, also die finanzwirtschaftliche Perspektive, die Kundenperspektive, die Prozessperspektive und die Entwicklungs- und Mitarbeiterperspektive, können natürlich ergänzt werden, zum Beispiel um einen Public-Value-Ansatz, also dass wir den Vorteil, den das Unternehmen für andere Stakeholder bietet, für die Umwelt, für die Gemeinde und so weiter, natürlich hineinlegen. Sie können auch andere Perspektiven in die Balance Scorecard einbringen. Wichtig dabei ist, dass Sie mit Kennzahlen arbeiten, die Ihnen helfen, Ihre Strategie und Ihre Vision umzusetzen. Es gibt so eine Faustregel, man sollte nicht mehr als 20 Kennzahlen haben, um damit ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Wenn Sie mehr über die Balance Scorecard wissen wollen, es gibt unzählige Literatur, dazu viele Bücher, aber im Wesentlichen, und das ist das Wichtigste an der Balance Scorecard, wir können gemeinsam mit unseren Mitarbeitern eine Perspektive im Unternehmen entwickeln und unsere Unternehmensstrategie operationalisieren.